Moin Leute, willkommen zurück. Wir flitzen mal weiter, besorgen immer noch Lava. Ja, das zieht sich alles fürchterlich lange hin mit dem Lava besorgen, mit dem Wasser besorgen und und. So. Also ich bin immer, also ich war, nachdem mir hier ein einziges Mal da irgendwie so ein Creeper begegnet ist, ich habe immer Panik, wenn ich um die Ecke gucke, so zack, ah, zam, bong, da steht der Creeper. Zum Glück tut das nicht, weil die Dinger, die explodieren bei mir irgendwie immer so schnell. Das ist nicht schön. So, mit der Lava sollten wir eigentlich hier aus diesem Pool hinkommen. Falls nicht, also wir haben da drüben auf der anderen Seite, hier unter dem Wasserfall, wo es ja auch noch weitergeht, da haben wir ja noch Lava bis zum Abwinken. Sprint. Steine brutzeln vor sich hin. Paar haben wir noch im Gepäck, aber das wird sicherlich für hier unten wird das nicht ganz reichen. Aber das ist nicht ganz so schlimm. So, einmal, noch einmal. Ach, hatte ich gar nicht geguckt. Wie gesagt, in meiner alten Mobfalle war das stehendes Wasser, aber das ist mittlerweile ist das auch fließendes. Das heißt also, auch in der Ecke bleiben keine Drops mehr liegen. Finde ich ganz gut. Irgendwas wurde ja geändert am Wasser. Das war anscheinend eine dieser Änderungen. Durch das Sprinten können wir das wenigstens noch minimal abkürzen. Dauert zwar immer noch seine Zeit hier, dieses ganze Hin- und Hergeflitze, aber wenn man legal spielt, dann bleibt einem das nicht erspart. Dann wurde mir gesagt, ich soll noch mal ein bisschen was erkunden. Ja, das werde ich natürlich sicherlich machen, sobald der Mob Tower am Laufen ist. Ich hätte aber schon ganz gerne wenigstens ein paar Pfeile mit, damit ich mich wenigstens gegen die Creeper wehren kann. Alles andere kann ich auch mit dem Schwert schnitzeln. Das ist nicht weiter schlimm, aber die Creeper, ich weiß nicht. Also ich kriege das nicht hin, dass ich die anspringe und dann mit diesem Knockback und ja. Kriege ich irgendwie nicht hin, bei mir explodieren die Dinger immer ganz schnell und dann macht's bumm und damit ist uns ja auch nicht geholfen. Und ich beeile mich ja schon, wie ihr seht, also ich versuche hier wirklich so effektiv wie es geht zu spielen, damit wir endlich mal diesen Mob Tower fertig kriegen, den wir jetzt seit ewigen Folgen schon bauen. Wobei Mob Tower ist ja eigentlich auch völlig übertrieben. Also im Moment ist es ja nur eine Spawn-Ebene, aber man kann ja immer noch welche draufsetzen. Das könnt ihr ja dann machen, wie ihr gerne möchtet. Dass ich das Ganze zum Download bereitstelle, dann könnt ihr euch überlegen, baue ich mir da noch mehr Stockwerke drauf oder lasse ich das so? So, damit ist diese Seite auch fertig. Hier hatten wir Glas drin. Ja, da ist Glas drin. Das ist wie gesagt für die Spinnen, damit die auch bis zur Lava hinkommen. Und nicht oberhalb der Lava dann getötet werden und die Drops in die Lava fallen. Passiert natürlich trotzdem manchmal, also das lässt sich einfach nicht verhindern.
Aber ein Großteil der Spinnenseide kommt dann halt doch irgendwie an, wenn denn Spinnen droppen. Spawnen natürlich, nicht droppen. So, Flitz, Flitz. Hier immer besonders vorsichtig, damit die Rüstung nicht ganz auseinanderfleddert. Ja, wieder das gefährliche Spiel hier mit der Lava. Also dieser Lavatümpel hier, der scheint wirklich relativ tief zu sein. Was ich da schon an Lava jetzt rausgeschöpft habe. So, haben wir es auch bald geschafft. Vielleicht kriegen wir das ja in dieser Folge noch fertig. Wäre natürlich schön, aber viel Hoffnung habe ich da nicht. Durch dieses Hin- und Hergelaufe müssen wir noch mal was essen. Das war es jetzt nicht, das war Schwert. Das können wir nicht essen. Auch wenn wir wollten. Müssen wir uns gleich noch mal Pilzsuppe machen. Ach Mensch, dieses Doppeltap mit dem Sprinten. Ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Anstatt man linke Steuerung oder linkes Shift genommen hätte, wie in jedem anderen Spiel auch. Fertig. Jetzt das Glas noch setzen. Noch. Ja, jetzt müssten wir noch zweimal Wasser setzen und auf jeden Fall hier oben erstmal dicht machen und die Treppe anders setzen. Wasser, Wasser. Dann machen wir uns das mal einfach. Wir hacken uns hier einfach runter. Dann setzen wir mal kurz die Treppe um. Noch nicht. Müssen wir den auch noch rausnehmen. So, geht doch. Ja, dann hier die Treppe weg. Wo sind die Steine? Da sind die Steine. Ich weiß gar nicht, 15 reicht das? Höchstwahrscheinlich nicht. Ah, doch, passt ganz genau. Gut, einmal da Wasser rein. Die hängen wir mal ein bisschen höher. Die nachher dann verloren gehen, das ist ja nicht weiter wild. Kann man mit leben. So, passt. Brauchen wir nur noch Lava reichlich. Also wieder zurückgesprintet. Ich glaube, noch dreimal müssten wir rennen und dann haben wir das, glaube ich, geschafft mit der Lava. Dann müssten wir uns nur noch drum
kümmern, den Raum ein bisschen hübscher zu machen, die Abflussrinnen dann nochmal endgültig zu machen und dann festlegen, in welche Richtung wir gehen wollen, von wegen der Itemrutsche und wo der Sammelpunkt sein soll. Einmal, zweimal. Trau dem Frieden hier immer nicht. Aber bisher sieht es ganz gut aus. Uns ist noch nichts entgegengekommen. Aber ich muss noch mal gucken. Ist das wirklich? Ja, ist auf normal. Sollte also eigentlich, sollten die spawnen. Aber ich scheine so gut ausgeleuchtet zu haben, dass hier im Augenblick nichts spawnt. Naja, auch nicht weiter schlimm. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen, dass die Treppe jetzt hier runter geht. So, eins, zwei. Lauf, Forrest, lauf! Gleich ist es geschafft. Also das war jetzt dann aber auch wirklich durchspielen, so ohne irgendwie eine Pause und wirklich nur fürchterlich viel hin und her gerenne. Und zum Glück nicht in die Lava gefallen. Auch wenn sich das sicherlich der eine oder andere von euch gewünscht hätte, dass ich so paddelig bin. Bei einem anderen namhaften Let's Player wird sowas ja immer ganz gerne gesehen. Bei Gronkh, um genau zu sein. Den gucke ich mir übrigens auch immer an. Also ich finde, der macht einen wirklich einen richtig guten Job. Der macht einen klasse Let's Play. Mir gefällt das ganz gut. Aber es gibt ja viele gute Let's Player. Bei den weiblichen, da fällt mir halt das eine Mädel ein, was bei Gronkh auf der Seite da auch mit vertreten ist, ich hoffe, ich sage den Namen jetzt nicht falsch, Trash Tasmani. Ich hoffe, das war richtig. Also das Still-Life-Projekt von ihr habe ich mir von Anfang bis Ende angeguckt. Fand ich eigentlich ein sehr schönes Let's Play. Und wer auch ein sehr schönes Let's Play gemacht hat von Deus Ex Human Revolution. Human Revolution? Ja, ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht. Das war von Traummaschinerie. Nur leider hat er jetzt seit 2 Wochen keinen neuen Part hochgeladen. Schade eigentlich. Ich hoffe, er beendet das Projekt noch. Also, das ist auch ein sehr schönes Let's Play. Gut, genug Werbung für andere gemacht. Oh, Folge zu Ende und wir schaffen es nicht mehr mit der Lava. Gut, dann beende ich hier jetzt mal den Part und sage Tschüss, bis zum nächsten Part.